Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario RPG. Ich bin Jason05 und ich schwöre bei Gott, ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe offscreen jetzt nur weiter überlegt und ich bin tatsächlich auf die Lösung gekommen. Das müsste es zumindest sein. Wieso ist es das nicht? Warum? Ja! Als ob ihr vorbeikommt, natürlich. Wir haben es geschafft! Was heißt denn wir? Ich hab's geschafft, natürlich. Also, wir im Sinne von ich. Im Sinne von wir, weil im Sinne von wir ich. Ist ja auch egal, wir haben's jetzt. Okay. Ja, war ja klar. War ja zu einfach bislang. Ein Kraken. Wahrscheinlich auch noch der das ganze Ding hier versenkt hat. Autsch. Okay, die kann man aber echt gut abwehren. Wir haben es jetzt hier nur mit einem großen Kalamaris zu tun. Was noch interessant werden dürfte. Mal gucken, was Superflamme anrichten kann. Ja, doch, gut, sehr gut. Was war das, Mario? Was hast du da gerade... Was zur... Schlafenszeit habe ich noch gar nicht geguckt. Irgendwas ist mit ihm. Heilung. Pause macht es überhaupt nichts aus. Bowser macht das absolut nichts. Ah, da kommt doch bestimmt mehr. Das war zu einfach. Ja, mehr Tentakeln. Die Welt braucht mehr davon, definitiv. Nice. Ich muss auf Peach aufpassen. Die darf mir nicht draufgehen. Braucht er noch mehr Heilung? Nö. Das heißt, sie kann Therapie auf sie. Sie kann sich selber therapieren. Sehr gut. Was auch immer das immer ist, das sieht sehr merkwürdig aus. Ich habe das Gefühl, es entfernt ihn kurz aus dem Spiel irgendwie. Ich gehe auf Nummer sicher. Zumal Peach hält mir definitiv zu wenig aus. Die muss man ja schon fast babysitten. Bam! Aber ohne Scheiß. Perlen? Wie soll man darauf... Ja, ich denke mal... Ich bin ja jetzt irgendwie drauf gekommen. Aber auch nur, weil ich dann halt nochmal so überlegt habe. Ich bin dann irgendwann einfach nur noch sämtliche Möglichkeiten durchgegangen, die ich zu Anfang benutzen konnte. Und nun... Ach du Scheiße. Du heilst dich jetzt erstmal selber. Alter, was bist du denn für ein hässliches Ding? Zwei Tentakel und Königsding. Werden wir erstmal die Tentakeln los. Giftsabber. Ja, super. Ja, macht nix. Alter, es ist ziemlich starkes Gift. Das ist verdammt starkes Gift. Wenn Peach jetzt irgendwie noch buffen könnte, ne? Dann wäre sie über. So. Ein Tentakel weg. Aua. Okay, er lebt noch. Das heißt, jetzt gibt's da erstmal eine fette Umarmung. Erstmal die ganzen Giftstatusse loswerden. Und vor allem darauf achten, dass niemand drauf geht. Ha! Giftsabber. Auf wen? Peach. Hat mal voll seine Wirkung verfehlt, finde ich gut.
weg. Trotzdem ist sie irgendwie vergiftet, obwohl man es ihr nicht ansieht. Bitch-Snap, die Krabbe! Dabei ist es nicht meine Krabbe. So, wir machen mal den Omega-Sprung. Okay. Sandsturm? Wie zur Hölle? Oh mein Gott. Bowser macht auf einmal keinen Schaden mehr. Das muss sich ändern. Wenn Bowser keinen Schaden mehr macht, dann ist schlecht. Das Ding kann noch nervig werden. Ich frage mich, wann Bowser mal eine Fähigkeit lernt, die tatsächlich auch mal Schaden macht. Das war dumm. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch 8. Muss ich Peach gleich mal zum HP, zum BP generieren, mal degradieren. ...115, sehr schön. Drain Beam. Oh ne, das hat zu viel Schaden gemacht, das eine Mal. Okay, alles cool. Alles cool, ich dachte, das wäre schlimmer. Okay. Du wirst jetzt erstmal... ...wirfst uns jetzt erstmal einen Ahornsirup rein. Und im nächsten Zug musst du heilen, unbedingt. Versuchen wir es mal mit Superflamme und machen einen Kalamaris aus dem Ding. Oder Oktopusbällchen. Oder was auch immer. Okay, das macht wesentlich mehr Schaden. Bam. Du heilst jetzt einmal, weil du es kannst. So, nochmal eine Superflamme, gerade weil wir es haben. Bah, Kalamaris. Macht auf jeden Fall... Oh, das war's! Weg ist er! Nice, viel Geld! Ich glaube, ich möchte mal Mario hier mal eingeben, einfach damit er mal ein bisschen mehr magische Verteidigung bekommt. Bowser! Noch stärker! Giftgas erlernt, was? So. Oh, Mallow ist auch ein Level-Up, sehr schön. Hier. Hab deinen Spaß damit, Mallow. Wow. Das Ganze ist noch nicht vorbei? Wow. Das Ganze ist noch nicht vorbei? Why? Nobody pay attention to Luigi. Okay. Okay. Pff, scheiße, auf Ratten habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Ist auch nicht so gewöhnlich, dass nach dem Boss noch Gegner kommen, normale. So, also normale Pissgegner wie hier jetzt. Ach scheiße, warte mal gucken, was Giftgas ist. Ob ich damit jetzt auch Leute vergiften kann. Ding Dong! Ein Schaden, süß. Blitzkugel! Halbe Stunde lang casten! Kristall! Schmerzen. Steuerkreuz rotieren. Oh, macht sogar... Flächendamage. Lucky! Und es vergiftet tatsächlich und das gar nicht mal schlecht. Bam! Bam! Meine Umarmung. Ich glaube, das ist eine Umarmung fällig. Bing Bong! Ja.
Ich glaube, das Ding hat ein festes Pattern. Das macht mir das Ganze ziemlich einfach. Wow, wow, wow. Nein, nein, nein. Das war so klar. Dass hier irgendwas rumlungert. Das hätte ich eigentlich erwarten müssen. Warum haben die hier alle Erstschlag, ey? Was? Giftgas kostet 10? Oh mein Gott. Aber okay. Das ist es eigentlich ziemlich wert, weil das tut A erstmal allen ziemlich weh. Und das ist halt noch Giftschaden. Ich mag Giftschaden. Sollte man, glaube ich, nur mit Vorsicht genießen. Ja, das sind 8 Schaden einfach mal. Das sind einfach mal schlicht und ergreifend 8 Schaden, da kann man nichts gegen sagen. Und das jeden Zug. Und die können sich ja nicht irgendwie heilen davon. Peach! Wieso bist du wertlos, Peach? Hör auf damit! Ein Honigsirup. Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Der steht da einfach. Die stehen da einfach. Ich komme da gar nicht durch. What the fuck? Fuck, das wollte ich nicht. Och, na klasse. Hier, ich habe genug BP-Items, also. Fresst Giftgas. Okay, die Maus wird. Oh, 104 nimmt der an Schaden. Dafür ist das ja Maus. Die halten zwar offenbar physisch aus, aber nicht dingsmäßig. Irrlicht! Ich weiß nicht wieso, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie unterlevelt bin oder irgend sowas. Klagenlied. Halbe Stunde nichts tun können. Danke. Defense ab. Bowser stirbt eh nicht. Das ist Fakt. Bowser stirbt nicht. Gift. Hurra. Ehrlich. Oh, könnt ihr auch mal irgendwas machen, was keine 3 Jahre braucht? Mann. Geht doch nie. Geht doch nie. Stirb. Du auch. So. Darf ich durch? Danke. Was? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Damit der auch mal wegkommt, sagen wir es mal so. So. Das ist... einzigartig. Will ich das da überhaupt? Jetzt ja. Sind schon wieder nur Münzen. Seht ihr? Das meine ich. Das Spiel beleidigt mich im Grunde mit Münzen. Sind es überhaupt Frog Coins? Nicht mal. Geh mal weg. Och, fuck. Fuck, yo. Dann halt so. Oh, fuck. Dahinter ist garantiert was, aber ich möchte es, glaube ich, gar nicht erst. Weil ich mich dann wieder mit 30 Drybones anlegen muss. Was kommt denn hier alles noch? Man, ich habe den Kraken besiegt, der das Ding hier versenkt hat. Was kann denn da jetzt noch Schlimmeres passieren? Ah. Was war das denn? Oh, nicht schon wieder so ein Ding. Ich kenne ihn noch. Du hast beinahe Peach instant gekillt. Nur mal so. Das Ding hätte gerade beinahe Peach instant gekillt. Null!
Sehr schön. Feuerresistent bin ich auch noch. Alter. Was ist Schlafenszeit eigentlich? Ach, funktioniert nur auf einen. Ein Damage. 50 Schaden. Ich glaube nicht, dass sie schnell genug drankommt, die Olle. Das heißt, dass es mal wieder an mir ist, sie zu retten. Alter. Alter. Geht doch neben auf Peach, what the fuck? Was ist das für ein Gegner? Der ist ja schlimmer als der Boss. Der ist schlimmer als der Boss. Alter. Ich muss die Dinger hier loswerden. Die sind ja über, die machen, die töten mir. Alter, wie viel halten die aus? Alter. Ich würde mich am liebsten gerade, ich würde am liebsten gerade einfach sterben, nur damit ich diesen Kampf hier nicht machen muss. Weil das ist ja abnormal. Alter, Peach muss Dauer heilen, sonst sterbe ich hier. Bitte stirb, Monsterkuss. 78. Habe ich gerade richtig ge... Alter! Alter! Was ist das? Bowser muss jetzt gerade Mario wiederbeleben, sonst... Alter, ich komme hier zu gar nichts. Der lässt mich zu gar nichts kommen. Alter, das Ding ist broken. Monsterkuss, lass mich raten. 80. Fuck you, Game. Fuck you. Tod, hurra! Ein Meteor. Bowser ist wieder dazu verdammt, Mario wieder zu beleben. Ich komme nicht mal dazu, richtig Schaden zu drücken. Peach ist nur noch am Heilen. Und diese kleinen Bastarde wollen ja eh nicht draufgehen, also von daher... Mal ganz davon abgesehen, so wie ich das Spiel kenne, werden die eh nonstop wieder neu gespawnt. Von daher... Verschwende ich gar nicht meine Zeit, sie umzubringen. Oh, bitte, bitte, Peach, bleib am Leben. Aua. Bowser überlebt gerade mal so immer. Naja, was heißt hier gerade mal so? Mario überlebt meistens gerade. Konter habt ihr auch noch? Sehr schön. Das ist schön, dass ihr auch noch Konter habt. Geh bitte drauf. Alter, kannst du auch mal... Miss, das sehe ich gerne. 10. 12. Irrlicht. Auf Bowser. Ja, Bowser macht das nix. Der steht sowieso danach noch. Siehst du, der steht danach immer noch. Monsterkuss? Wieso kann dieses Ding eigentlich 5000 Mal dran sein? Ja, ich muss jetzt Umarmung einsetzen, sonst stirbt eine Bowser. Das ist abnormal. Das ist nicht normal. Das verkaufen die mir als... Oh, cool, Epilepsie-Attacke. Ja, hab ich noch... Ich hab noch einen Hilf mir auf. Super. Wenn der jetzt nicht funktioniert, dann war's das.
dann gehen wir hier alle vor die Hunde. Muss schon wieder mit Peach heilen. Und das Ding beherrscht einen Monsterkuss, was einfach mal knapp 80 Damage macht. Ja, Peach ist tot. 100! Ja, Peach ist jetzt weg. Ich habe nichts mehr zum Heilen, nichts mehr zum Wiederbeleben. Entweder packen die beiden das jetzt so, was ich bezweifle. Weil das Ding muss ja nur noch einmal Monsterkuss spammen, ich bin tot. Nö, das brauche ich gar nicht erst, das mache ich gar nicht erst. Monsterkuss. 64, Bowser ist der, dem es am wenigsten ausmacht. Ich habe keine Wiederbelebungs-Items, also ich wehre mich da gar nicht erst gegen. Ich lasse es einfach über mich ergehen. Game over. Vielen Dank. Gut, dass ich vorhin gespeichert habe. Die Truhe da hinten. Derber Bullshit. Derber Bullshit. Wir merken uns. Das Ding gehen wir nie nochmal an. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.